Ja, Biker-Treffs in OWL fand ich ein sehr interessantes Thema und ich werde jetzt in Zukunft, glaube ich, mal hin und wieder gewisse Biker-Treffs, Spots, Biker-Cafés, wie auch immer anfahren und mal so kleine Videoaufnahmen machen, wenn natürlich die Kollegen auch damit einverstanden sind. Ich habe mir als allererstes die Kurve ausgesucht, habe mit dem Christian mich kurz ausgetauscht. Der Christian ist der Besitzer von dem Motorradcafé Die Kurve. Genau, schaut einfach mal auf der Website. Da gibt es eigentlich alle Informationen, die man so benötigt. Ja, was soll man noch sagen? Viel Spaß mit dem Video. Gerade nur mal ein bisschen getestet, ob der Sound einigermaßen ankommt. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich werde auch mal gucken. Ich mache das Ganze ja mit Luma Fusion über mein Tablet. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie noch was gegen die Windgeräusche machen kann. Da gibt es ja verschiedene auch Soundfilter-Optionen. Da bin ich mal gespannt. Aber Hut ab, also dafür, dass ich nur so ein Jet-Elmer aufhabe. Ich blende das gleich mal ein, wie das aussieht bei mir jetzt gerade. Läuft das aber ziemlich gut. Ich denke, wenn man dann noch einen Integralhelm auf hat, also einen geschlossenen Helm, dann sollte das ja, echt ziemlich gut funktionieren. Geil. Ich bin mal gespannt, ob da heute was los sein wird. Aber oder wie da sonst so der Anlauf ist. Beim Köterberg ist es ja wirklich so, sobald da ein paar Tropfen runterkommen, es ist halt ziemlich leer. Ne? Aber ich freue mich auch schon richtig, Christian kennenzulernen. Also wie gesagt, via Mail, total nett. Und ja, ich wollte eigentlich letzte Woche schon vorbeikommen, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, meine Tochter hatte sich einen Arm gebrochen, dann muss man das Ganze abbrechen. Auch nochmal eine Mail geschickt. Er war auch da wieder super verständnisvoll. Also Hut ab. Cool, dass es noch solche Leute gibt. Ob das jetzt ein Biker-Treff war oder irgendein anderer Treff, keine Ahnung. Das kommt mir auch so bekannt eigentlich vor. Ah, da habe ich mal ein Video gesehen. Jetzt fällt mir aber der Name nicht von dem YouTuber da ein. So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mal langsamer fahren, dass wir das Pferd nicht erschrecken. Das gibt's gar nicht, ich war hier noch nie. Dabei ist das so eine coole Strecke. Da sehe ich es doch schon, da steht auf die Kurve.
hier auf jeden Fall genug Parkmöglichkeiten vor Ort. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Danke. Aber auch schön hier. Ciao. Schickes Teil! Jo, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Fahrt da auf jeden Fall vorbei. Das ist ein sehr schöner Laden. Coole Leute, man trifft viele Gleichgesinnte. Macht einfach Spaß. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.